Oh, Junge! Hallo, na, oh mein Gott, ein neues Video auf meinem Kanal. Ich habe mir gestern eingeladen. Hier ist der Philipp und der Manuelsen und diese Kiste. Dramatische Musik einfügen. Wir haben heute was ganz Lustiges vor. Ich habe nämlich Post aus Japan bekommen und die wurde von zollamtlicher Behandlung befreit. Danke, Deutsche Post, an der Stelle. Und Daumen hoch für die Post. Der ist zwar offen, der Karton, aber wir haben noch nicht reingeguckt. Nein. Wir haben von der Firma Candy Sun, Dankeschön an der Stelle, ein Paket bekommen. Mit japanischen Leckereien. Ich sage bewusst Leckereien, weil ich nicht weiß, was drin ist. Und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt auf zusammen, beziehungsweise noch aufiger, als es schon ist, und probieren mal, was drin ist. Das ist echt der geile Sch. Oh nein! Oh nein! Das heißt nichts Gutes! Oh nein, oh nein, Kanderblumen! Blume Engel, Mann! Oh nein, ich muss das ja auch essen! Ja. Ich habe mich gerade voll gefreut! Gib deine Hand her! Alter, das ist voll der Kuhfladen! Nein, so. Ich will nicht zwei! Das ist so eine Reinigungskalktablette, womit man den Geschirrreinigungsding sauber macht. So. Ich will das nicht. Doch, 3, 2, 1. Oh, Junge! Der kann auch gekrümmt lachen. Jam, jam, jam. Boah, Junge. Ja, da zieht sich auch mein Arsch noch. Da war das auch in deine Nase. Boah, ich will an den Stein lecken. Ah, das geht nicht weg. Geh aus meinem Mund raus. Da ist was Rundes. Mhm, du bist nicht nee. Gekommen. Was? Nee, oh bitte. Das? Nein, nein, oh bitte, nein. Nein, boah, bitte. Nein, da sind Löcher drin. Oh das Gott. Wir alle wissen, was es ist, ja. Aber ihr wisst es nicht. So, was ist es denn? Das sieht aber nicht aus wie was zu essen. Hol doch mal das kleine Zettelchen daraus. Komm, pack es an. Das ist eh noch in der Tüte. Ja. Kein Mensch trägt so kleine Hosen. So, hier, guck mal. Hä, was ist denn das? Es ist nicht das, was ihr denkt. Als ob. Ich habe gedacht, das wäre ein getragenes Höschen. Das kann man in Japan nämlich in Automaten ziehen. Aber ich meine, guck mal, welchem Hamster soll... Also ich, die Japanerinnen sind ja schon dünn, ne? Aber ich sag mal, das ist ein bisschen sehr wenig. Das ist... Das, warte, ich zeig's am besten. Pass auf. Dann du hast hier so eine Flasche und die ist kalt und gekühlt. Und dann tropft das ja. Und damit das nicht die ganze Zeit tropft... Das ist ein Flaschenhöschen, damit die Flüssigkeit aufgezogen wird. Das ist aber auch so voll das Nuttending. Ne? Ja, oh, die Nuttenflasche. Das ist eine schlanke Japanerin. So. Na ja, also, okay, jetzt warte mal. Ja. Auch voll geil. Wenn das Handy halt so nass wird, ne? Ja, echt. Ja, oder so vielleicht so im Slutty-Modus ist. Slutty im Tinder-Modus ist. Check, bring the boys to the arm. It's for the boys. Ja, genau. Nee. Ich finde, diese Tüten sind schon mega asozial. So, diese Tüte sieht schon richtig... Blau ist auch keine gute Farbe. Hältst du das überhaupt richtig rum? Das ist doch... Oh nee, das... So, das kann zählst du? Ja, 3, 2, 1. Oh, Junge! Wollen wir noch einen direkt, ne? So, was haben wir hier denn? Oh, Philipp, was ist denn los mit dir? Oha, das ist geil, guck mal! Das ist hier, das sind so, wenn du die in den Mund machst, dann machen die so. Aber das Problem ist, die Japaner übertreiben doch immer mit sowas. Ja, ist so. Die kennen keinen Punkt, die wissen nicht, was Schluss ist. 3, 2, 1. Konnichiwa! Au, aua! Au, oh, Junge! Aua! Aua!
Wir werden von innen vergewaltigt. Power! Ich bin voll heftig! Oh ja, du hast die ganze Küche da vor dem Hund. Ich glaube, ich hole jetzt mal. Ich möchte nicht unser ganzes gutes Pulver vergessen, jetzt hole ich nochmal eine große Tüte drauf. Da ist ein Pikachu drauf. Bika, Bika, was ist das? Alle dabei, Face. Ja. Das sieht einfach so aus, als hätten die Popcorn in Pikachu-Förmchen gedrückt. Wahrscheinlich ist es auch nicht mehr. Pikachu, ich bitte dich! Ich bitte dich! Warum auf meine Penis? Ich gerade schon direkt, das war ihr Tackle. War der Rutenschlag. Bravo. Okay. Boah, das müffelt mega heftig. Oh, Junge. Ah, oh, hier. Boah, ich möchte echt... Oh. Nee, Alter. 3, 1. Boah. Boah, Alter. Boah, ich möchte sterben und kotzen, beide gleichzeitig, in der Reihenfolge. Ist voll lecker, dieser ranzige Butternachgeschmack. Oh, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, ist widerlich. Das ist so widerlich. Ich will Menschen töten. Wie kann man sowas Schönes... Ich weiß schon, warum ich Pikachu damals bei Pokémon Game immer geschlagen habe. Wie kann man sowas Schönes auf sowas Beschissenes drucken? Ich verstehe das nicht. Boah, ich schwitze voll, ne? In der Scheiße. Okay. Oh nee. Oh, ich hasse dich, was soll das sein? Hä? Okay. Ist das Baum? Moment. 3, 2, 1. Boah, nee, Alter. Boah, nee, Alter. Oh nee, oh nee. Bla. Oh, was scheiße. Nein, bitte. Okay, dieses Zeug heißt Lifeguard. Okay. Das ist, glaube ich, Lifeguard Pasta Candy. Oh nein. Ich glaube, man tut es tatsächlich in Wasser oder so. Nee, das kann man doch nicht einfach so. Nee, ich glaube auch nicht. Alter, du bist so ein Mongo, Alter. Bah, Alter. Ich glaube, er tut das im Wasser. Guck mal, hier sieht man ja auch, man sieht, was soll das im Wasser tun. Wir sind ja nicht. Wir sind dumme Europäer. Wir sind die dummen Deutschen, die einfach alles in den Mund nehmen. Lecker! Mani! Und dazu jetzt Sauerkraut. Geil, KitKat! Aber KitKat! Häschen, da ist ein Häschenarsch drauf. Aber in Japan machen die, glaube ich, das KitKat immer warm irgendwie, ne? Okay. Weil hier ist das auch. Ja, es ist weiß. Es ist ein Hoppelhäschen. Das stinkt wie Scheiße. Was ist damit? Boah! Was ist damit? Boah! Alter, wonach riecht das? Ja, Philipp, ne? Alles war nix. Achtung, ist in meinem Mund. Warum stinkt das wie Scheiße? Irgendwas mit Vanille. Was ist das? Warum Japan? Warum? Ich dachte, das wäre ein leckeres KitKat. Das ist, wenn der rechte und der rechte Riegel Inzest machen, kommt das dabei raus. Da nehme ich halt noch eins, ne? Oh, nee. Nee. Das ist geil, Alter. Das ist richtig eklig. Das mag ich überhaupt. Das ist Buttergeschmack schon wieder. Ja, das mag ich überhaupt nicht. Oh, das ist schon wieder Buttergeschmack. Olle. Mann. Oh, das ist richtig widerlich. Was? Ach. Was? Im Klo? Das ist im Klo? Hä, hey, oh nee. Oh, Oh, ich hab ein pinkes. Alter, das ist ja voll der Bastelsatz. Was ist denn los? Das ist mein Klobaukasten. Alter, das ist voll hochwertig. Das ist alles, das ist besser als alles, was ich jemals im Ü-Ei hatte. Ja. Schön. So, was kann ich daraus jetzt trinken? Hier, du darfst dir eine Farbe aussuchen. Dann möchte ich natürlich blau, wie der Toilettenstein. So, hier. Ich möchte noch kurz anmerken,
in Japan muss es ja jemanden gegeben haben, der dachte, das wäre mega die geile Idee, wenn man aus dem Klo irgendeine Scheiße trinkt. Was ist mit dem gewesen? Ja, für das schnelle Klo auch zwischendurch. Wie ist er darauf gekommen? Viel Spaß. Das ist natürlich jetzt schade, dass er in die Toilette verstopft ist. Ist natürlich jetzt schade, dass das nur eins ist. Das sieht lecker aus. Hör auf, die Wurst kommt schon raus. Das sieht so ekelhaft aus. Emma will so aus dem Klo trinken, wie das immer macht, wenn keiner hinguckt. Das ist wieder was, was man ins Wasser tun muss. Ich hab hier Wasser. Ja, gib Wasser rein, ne? Das geht nicht. Alles so oder nix. Das ist doch Dämmwolle. Das kann mir doch keiner erzählen. Japaner. Ja, sieht richtig aus. So ein bisschen was von einem Molotow-Cocktail. Hui! Lecker, lecker. Ja, schmeckt scheiße. Ex oder Baby? Ich glaube so. Das letzte ist es, glaube ich. Warte. Nein. Ich glaube. Oh nein. Oh nein. Ich habe. Das ist so perfide. Ich habe nur Oreo gelesen. Das ist Oreo, aber das ist bestimmt mit Wasabi. Weil guck mal, da ist was Grünes in der Mitte. Ah. Nein, das ist mit Matcha, Matcha-Tee. Ja, das ist. Mach wirklich dieses Wasser an. Alter, das ist voll gesund. Was? Mach mal, warte, guck mal. Das mit denen macht jetzt noch richtiger aus. Bah! Ja. Bah! Okay. Ist eklig. Und das letzte gewesen. Ich würde sagen, wenn euch das Video hier. Das kann euch eigentlich nur gefallen haben. Gebt mal einen Daumen nach oben und geht mal unbedingt auf die Kanäle von den beiden hier. Einmal Philipp Steuer, kennt ihr schon. Ja. Heißt jetzt nur noch Philipp auf dem Kanal. Findet aber auch unter Philipp Steuer. Und der Herr Manuelsen. Jetzt mit seinem neuen Kanal. Er ist ganz neu unterwegs. Ihr müsst ihn abonnieren. Abonniert den. Und ich würde sagen, ich kotze jetzt ein bisschen, wasche mir die Hände und guck mal, wie das aussieht mittlerweile. Hast du eine neue Ladung gemacht oder hast du Nein! Guck mal, das ist neu gekommen. Ja. Jetzt ist weg. Schön. Okay. Danke an hier die Menschen, die mir das geschickt haben. Den Link, wenn ihr euch so einen Kram auch bestellen wollt. Keine Ahnung, habe ich schon irgendwo hingeschrieben. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.